Langweilig, echt nervig, unübersichtlich und warum sehen die Wimpern so seltsam aus? Hier kommen 13 Must-Have-Mods für einen perfekten Create-a-Sim. Für das perfekte Kunstwerk benötigt man eine leere Leinwand und dank diesem Mod bekommst du genau die. Hier hast du einen frischen Start, ohne Klamotten, ohne Frisur und ganz wichtig natürlich, ohne seltsame Accessoires und Make-up von EA. Wenn deine Leinwand nicht leer, sondern einfach ein bisschen geordneter sein soll, dann empfehle ich dir diesen Mod. Damit spawnen alle Sims ohne Accessoires und ohne Make-up. Und zwar nicht nur die Sims, die du erstellst, sondern auch alle anderen, die in deiner Welt spawnen. Sims bewegen sich immer und ständig. Im Live-Modus ist das zwar toll, aber im Create-a-Sim eher weniger. Beim Standstill in Casmod gibt es zwei verschiedene Versionen. Einmal für alle Sims und einmal nur für okkulte Wesen. Damit du endlich einen Vampir erstellen kannst, ohne das Bedürfnis zu haben, deinen PC aus dem Fenster zu werfen. Yay! War das cringe? Ich glaube, ich spreche für alle Menschen, die jemals Sims 4 geöffnet haben, wenn ich sage, diese Unterwäsche hier ist nicht schön. Aber wie immer gibt es auch hierfür eine Lösung. 3, 2, 1. Wunderschön. Diese Kollektion heißt Soft, aber es gibt natürlich noch ganz viele andere wunderschöne Kollektionen. Und das Beste daran, ihr müsst nie wieder diese hässliche orange Unterwäsche sehen. Als nächstes sehen wir uns ihr wunderschönes Gesicht näher an. Was passt dabei nicht? Richtig, diese Wimpern. Dank der EA Lashes Remover App hat unser Sim jetzt gar keine Wimpern. Also nochmal, dieser Mod ersetzt keine Wimpern, er löscht ganz einfach nur die von EA weg. Aber auch hierfür gibt es eine Lösung. Die Wimpern von diesem Set erscheinen dann entweder hier oben unter den Skin Details oder wenn du es zum Beispiel mit Sommersprossen mischen möchtest, dann kannst du einfach welche von hier unten nehmen. Außerdem gibt es sie auch noch unter Brillen, aber das finde ich immer ein bisschen blöd, weil dann können deine Sims eben keine Brillen mehr tragen. Merkt euch ihr Gesicht, jetzt kommt gleich noch eine Veränderung. Und wer wie ich nicht nur ein Problem mit den EA-Wimpern, sondern auch mit den EA-Augenbrauen hat, für den habe ich hier eine Lösung gefunden. Und ich liebe sie. Ein bisschen bleiben wir noch bei ihren Augen. Die sind zwar schon sehr schön, aber es geht noch besser. Dank diesem Set haben bald alle eure Sims diese wunderschönen Augen. Ich liebe sie einfach. Das Einzige, was nicht mit einbezogen wurde, sind die super spooky Eyes für eure okkulten Wesen. Aber die gefallen mir auch so. Ich bin noch immer nicht ganz mit dem Gesicht fertig. Jetzt geht es weiter zu den Zähnen. Ich liebe dieses Set an unterschiedlichen Zähnen, denn es bringt eben genau diese Unvollkommenheit ins Spiel, die es eben im realen Leben auch gibt. Die meisten Menschen haben nämlich keine perfekten Zähne und auch keine Millionen, um die in Veneers zu investieren. Normalerweise ist alles hier unglaublich unübersichtlich und man muss endlos scrollen, um dorthin zu kommen, wo man hin will. Aber der Moakalems-Mod verändert alles. Dank diesem habt ihr entweder 3, 4 oder sogar 5 Spalten in eurem Spiel. Probier einfach mal alle durch, welche Version bei dir am besten passt. Das hängt natürlich von deinem Bildschirm und von deinem PC ab. Beim nächsten Mod geht es um Namen, denn ich habe zwar keine Ahnung, wie viele deutsche Namen es im Spiel gibt, aber gefühlt 90% meiner NPCs hießen Brigitte. Aber jetzt habe ich nur noch englische Namen in meinem Spiel. Insgesamt sind in dem Mod über 2700 verschiedene Namen. Und zwar nicht nur 0815 Namen, von Baby über Jaslyn bis hin zu Paprika. Es ist alles dabei. 3 Merkmale reichen einfach nicht aus, um den Charakter eines Menschen zu beschreiben. Zum Glück gibt es den More Traits in Casmod. Hier haben junge Erwachsene, Erwachsene und Senioren 5 Merkmale, Teenager 4, Kinder 3 und Kleinkinder 2. Endlich kann dein Kleinkind also nicht nur heikel, sondern auch anhänglich sein. Genau darauf haben wir alle gewartet.
Und zum Abschluss sorgen wir noch dafür, dass es nicht so langweilig aussieht. Für die perfekte Ästhetik empfehle ich dir einen anderen Hintergrund. Das sind jetzt nur ein paar meiner Favoriten, aber es gibt so viel mehr. Begib dich auf die Suche, du wirst nicht enttäuscht sein. Um meinen Cast zu perfektionieren, habe ich jetzt noch die Beleuchtung angepasst. Auch hier gibt es jede Menge. Ich habe mich für Natural Light entschieden. Sag mir gern in den Kommentaren Bescheid, falls ich einen wichtigen Creative Sim Mod vergessen habe. Langweilig, echt nervig.